Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das machen. Ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Renate ist die erste Anruferin heute Nacht. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Renate. Hallo. Um was geht's bei dir? Du hattest gestern das Thema, ein Geheimnis, was eigentlich noch niemand weiß. Ja, Geheimnisse der Vergangenheit. Der Vergangenheit, ja. Das Geheimnis ist schon 30 Jahre alt. Mhm. Und aber in der letzten Zeit denke ich sehr viel über das nach, über mein ganzes Leben eigentlich überhaupt. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt und das weiß bis heute noch niemand, meine Kinder nicht. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei. Wie alt sind die? Die sind 30 und 28. Mhm. Betrifft eigentlich die Tochter mit 30. Mhm. Ich bin damals mit 15,5 von zu Hause weg. Das waren Umstände, das ging einfach nicht. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter starb, da war ich 6 Jahre alt. Mhm. Und bin ohne meine Mutter aufgewachsen und mein Vater hat auch sehr viel mit Damen zu tun gehabt. Also er, muss ich sagen, hatte sehr viele Beziehungen. Ja. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der 18 Jahre älter war wie ich. Als du erst 15 warst? Mhm. Ja. Mhm. Bin mit 15,5 mit ihm weg. Mhm. Hab gedacht, das ist es. Es ist ein Mann, der war 36. Mhm. Der hat was, da findest du vielleicht die Geborgenheit. Ja. Wenn ich so später nachgedacht habe, habe ich immer gedacht, das war doch mehr Vater-Tochter-Beziehung. Aber als Kind damals habe ich das ganz anders gesehen. Ja. Ich bin mit dem Mann mit. Ja. Ich finde es auch toll. Er hat ja wirklich eigentlich fast jeden Wunsch erfüllt. Mhm. Dann hat sich aber herausgestellt, dass es gar nicht so ist, wie er eigentlich immer so versprochen hat. Mhm. Wir sind nach München. Ja. Ja, und dann ging ihm das Geld aus. Man hat eine Pension gehabt, Zimmer gehabt. Er kann es nicht mehr bezahlen. Und es bleibt nur eins übrig. Das sei nicht so schlimm, dann, dass ich auf den Autostrich gehe. Und das weiß bis heute noch niemand. Das heißt, du bist im Alter von 15,5 auf den Autostrich gegangen, quasi gezwungen worden dazu durch deinen damaligen, viel älteren Freund. Mhm. Wie lange hast du es gemacht? Ja, ein gutes halbes Jahr. Gutes halbes Jahr. Bis ich hatte fest, oder ich habe es ja nicht einmal festgestellt, das hat dann einer hat dann zu mir gesagt, ob ich nicht wissen würde, ich sei schwanger. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat es aber tatsächlich gestimmt. Bist du denn schwanger geworden von einem der Freier? Ich weiß es nicht. Das weißt du bis heute nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Es kann also sein, dass der Vater deiner 30-jährigen Tochter dieser Mann ist, der damals 36 Jahre alt war. Kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass es irgendein Freier war. Mhm. Mhm. Wie war das damals mit Schutz? Gab es dann, hast du auch nicht. Nee, ich war nicht mal aufgeklärt. Ich war nicht mal aufgeklärt. Überhaupt nicht. Im Nachhinein denke ich immer, das gibt's nicht. Man mit 36 müsste das eigentlich wissen. Wie lange warst du denn dann mit diesem Typ, zusammen? Mit diesem Typ, den habe ich noch geheiratet. Den hast du geheiratet. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? Ich war mit ihm 28 Jahre zusammen und 16 Jahre verheiratet. Ich habe ihn bisher... Verstorben ist eigentlich, war er bei mir. Ein Jahr zwischendrin waren wir auseinander. Und das andere Kind, was du hast, das ist aber dann von ihm? Das ist von ihm. Mhm. Das Komische ist, das erste Kind, das hat er geliebt über alles. Das war sein Kind. Wobei er ja auch mit dem Gedanken gespielt haben muss, entweder ist es von mir oder von irgendeinem anderen Kerl. Ja. Ne, das muss er ja auch sich überlegt haben. Er hat es nicht spüren lassen. Mhm. Also das war für ihn sein Kind. Ja. Wie ist das denn so mit der Ähnlichkeit? Sieht denn die Tochter oder sieht die Tochter dem Vater ähnlich? Vom Charakter her denke ich immer, ja, die haben viele Ähnlichkeiten. Das ist so impulsiv, sie geht mit dem Kopf durch die Wand, sie lässt sich nicht gern was sagen, so war er auch. Und äußerlich kann man das nicht so sagen? Nee, da geht sie ganz nach mir. Mhm. Sie geht aber auch davon aus, dass dieser Mann, dein Ehemann, ihr
Vater ist. Ja. Und du hast da, die Kinder wissen das, das weiß niemand. Du hast niemals mit jemandem drüber gesprochen? Nicht einmal mit Therapeuten oder so, überhaupt nicht. Was hat dich bewogen, dann diesen Schritt zu machen und hier sogar in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen? Da war gestern einer in der Sendung, wo mit 16 Jahren von zu Hause weg ist nach Holland. Ja. Wo auf den Strich ging. Genau, ja. Und wo Alkoholiker wurde. Und das hat mich dann, ich saß da so in meiner Ecke und das hat mich dann so bewegt. Weil mich das sehr viel beschäftigt. Ich habe, muss sagen, sehr viel Zeit gerade. Ich bin zwar berufstätig, aber ich habe trotzdem immer nachts Zeit, weil ich nicht schlafen kann. Und das Leben läuft immer ab. Ich habe ja auch Albträume. Ich wache ja auch oft auf. Ich könnte mir auch denken, Renate, dass dieses Thema, du bist jetzt 46 Jahre alt, es liegt 30 Jahre zurück, das Ganze, dass dennoch dieses Thema dich die ganzen letzten drei Jahrzehnte begleitet hat. Ja. Ne? Ja. Gab es mal? Und dann auch noch nach der Scheidung gab es einmal einmal, dass er mich sogar vergewaltigt hat, der eigene Mann. Und ich konnte von ihm nie weg. Ich bin auch nie weggekommen. Aber ihr seid dann, das habe ich jetzt gerade am Anfang nicht richtig verstanden, ihr seid doch geschieden worden. Und dann ist er verstorben. Wir sind geschieden worden. Das ist schon 13 Jahre her. Er war eine Weile ausgezogen, hatte aber dann keine Unterkunft mehr. Ich muss dazu sagen, er hat sehr viele Schulden gemacht in der Ehe. Ich habe das lange nicht begriffen oder überhaupt nicht gemerkt. Renate, lass mich fragen, wieso hast du, also nachdem die Scheidung vollzogen war, wieso hast du es da nicht deiner Tochter erzählt? Nee, das konnte ich nicht. Warum? Die Kinder waren immer, ich habe der Vater immer in einem guten Bild vor die Kinder lassen. Ich habe erst später mal, die Kinder wissen nicht einmal, dass er mich vergewaltigt hat. Der Vater war für sie immer aus dem Sohn, der konnte es nicht so. Der Sohn hat kein so gutes Verhältnis zum Vater gehabt. Aber er hat dieses Mädchen immer gut behandelt. Immer. Die hat ihn auch immer um den Finger gewickelt, die konnte mit ihm machen, was er wollte. Es wäre natürlich für sie auch ein ungeheurer Schock, nämlich insofern, dass sie auch anfangen würde zu grübeln, wer weiß, wer mein Vater unter Umständen ist, woher komme ich? Ich kann es dir auch nicht sagen, es ist jetzt selber so viel Leid. Du bist fest entschlossen, das für dich zu behalten. Ja, ich werde es auch weiterhin für mich behalten. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man 30 Jahre über so etwas geschwiegen hat und das jetzt zum allerersten Mal sagt? Das ist schon ganz komisch. Ich habe es überlegt. Ich habe gestern zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal sagen kann. Gestern hat mich das einfach so geschwind. Ja, kurz vor Schluss, das war 10 vor 2, er hat mich das einfach, ich dachte, ich rufe jetzt noch an. Ja. Ich muss das loswerden. Und er hat gesagt, das vielleicht heute. Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ob ich heute nochmal darüber reden kann. Ich weiß es nicht. Aber du hast es getan. Und ich glaube, das ist für dich Gutes und dass es dir gut tut, bin ich ganz sicher. Ganz sicher, aber es ist so eine schwere Last, die du da seit 30 Jahren mit dir trägst. Sicher auch eine Gewissenslast. Ja, ja. Ich denke, das wird immer lieber. Ich weiß es nicht. Du warst damals ja so eine junge Frau noch, ein Mädchen, kann man sagen. Mädchen, ich denke immer, ich war ein Mädchen, wenn ich dann so meine Tochter denke, in dem Alter. Das, was dieser Mann dir eigentlich angetan hat, dass er dich auf den Strich geschickt hat, du, die vollkommen grün hinter den Ohren warst und von nichts was wusstest, hast du den eigentlich denn dafür nicht zeitlebens gehasst? Später. Ich habe ihn später gehasst und trotzdem bin ich bei ihm lieber, weil es nicht ging. Er hat mir 100.000 Mark Schulden hinterlassen. Ich musste ja irgendwie die abzahlen. Und ich wollte nie ein Sozialfall werden, wie mein Vater war und wie ich als Kind aufgewachsen bin. Und meinen Kindern wollte ich das immer ersparen. Also habe ich 2-3 Jobs gehabt, um das zu bezahlen. Ich muss sagen, toi, 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 ich kann halt sagen, ich habe es in 16 Jahren geschafft. Ja, ja. War zum harten Preis. Ich habe mein Leben dafür geopfert. Aber ich habe es geschafft und die Kinder, denen geht's gut. Ja. Und die haben nicht gespürt, dass denen irgendwo schlecht geht. Also ich merke schon, dass für dich das Allerwichtigste war, dass den Kindern es gut geht. Ja. Und dass die Kinder in einer schönen Umgebung aufwachsen, in einer Harmonie aufwachsen. Ja. Ich bin ja auch von zu Hause weggezogen. Es kam dann ja das zweite Kind. Ja. Später. War ja das zweite Kind dann und das Problem, dass ich beim zweiten Kind ging es mir sehr schlecht. Danach. Die Ärzte haben gemeint, ich schaff's nicht. Die haben lange gekämpft. Also gab's, ich konnte ja gar nicht weg. Ja. Ich war nachher noch sehr oft krank und hatte viele Operationen hinter mir. Also ich konnte nicht weg. Renate, als die Scheidung vorbei war und du hast dann erfahren nach Jahren, dass er dann gestorben ist. Nee, ich hab ihn gepflegt bis zum Tod. Ach so, du hast ihn gepflegt zum Tod. Der kam nach der Scheidung
hat er noch ein paar Monate bei mir gelebt und dann wollte ich, dass er auszieht. Er ist ja ausgezogen. Er hat dann auch bei meinem Arbeiter alles nicht so genau gehabt. Mhm. Dann hat er die Stelle wieder aus immer welche Gründe, ich denke aus die gleiche wie im ganzen Leben, solange mit mir zusammen war, verloren oder aufs Spiel gesetzt. Und er war auf der Straße und hat angerufen und die Tochter hat gesagt, Mama, das kann ich nicht machen, der hat keine Unterkunft, wir können die nicht auf der Straße stehen lassen. Hast du ihn noch gepflegt bis zum Ende? Dann hat er zu mir genommen, Und dann hat er bei mir gewohnt, habe ich gesagt, er muss dann wenigstens Haushalt machen und die Kinder versorgen, dass ich arbeiten kann. Als er dann verstorben ist? Er ist vor 2 Jahren verstorben. War das für dich eine Erleichterung? Ja, zuerst nein und dann ja. Er hat mich bis zum Tod hingestresst. Er hat mich bis zum letzten Tag und ich bin Tag und Nacht bei ihm gesessen. Was hast du ausgehalten und auf dich genommen, Renate? Mhm. Viele wussten ja nicht einmal, dass wir geschieden sind. Haben die meisten nicht gewusst. Deshalb wiederhole ich nochmal, dass ich das sehr, sehr toll finde und auch sehr richtig finde, dass du angerufen hast, dass du zum ersten Mal hast reden können hier. Und ich möchte sehr gern, dass du jetzt in Ruhe mit meiner Psychologin weitersprichst. Und dass ihr gemeinsam auch noch ein bisschen vielleicht überlegt, wie man dir noch helfen kann, dass du noch mehr Erleichterung findest. Möchtest du das? Ja. Ja. Meine Psychologin heißt heute Nacht, die heißt Elke, ist die Elke. Okay. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und jetzt den zweiten Teil des Lebens. Du bist ja erst 46, ist ja auch noch kein Alter. Dass das ein schönerer Teil wird als der erste Teil des Lebens. Ich weiß es nicht, es geht gerade so weiter. Wollen wir sehen, wollen wir mal hoffen. Und vielleicht hat Elke auch noch ein paar Ideen, wie man dir auch direkt jetzt noch helfen kann in der nächsten Zeit. Okay. Alles Liebe, alles Gute, du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Ja, danke, tschüss. Tschüss, Renate. Meine Telefonnummer. Kostenfrei 0800 5678 111 und diese Nummer hat auch die Steffi gewählt. Ist so, ne? Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Steffi. 19 Jahre alt, guten Morgen. Richtig. Um was geht's bei dir, Steffi? Worum geht's bei mir? Ich bin seit circa 2 Monaten mit einem Mann zusammen, den ich über alles liebe, der allerdings verheiratet ist, der eine kleine Tochter hat. Wie alt ist denn der Mann? 31. Und ja, hab jetzt gemerkt, es reicht mir nicht mal, mit ihm zu telefonieren, SMS zu schreiben, ihn vielleicht einmal die Woche 6 Stunden zu sehen. Da kann man gar nicht austesten, ob man zusammen sein möchte. Halt, ich möchte mehr. Du möchtest richtig mit ihm zusammen sein, du möchtest eine Beziehung führen. Richtig, ich habe dieses Versteckspiel gesagt. Wie hast du ihn kennengelernt? Im Chat. Im Chat? Ja, das ging dann so 2 Monate, man hat sich getroffen, man hat vorher halt schon Interesse gemerkt und beim ersten Treffen hat es dann richtig gefunkt. Und ab dem Tag war man eigentlich auch fest zusammen. Hat er dir denn von vornherein klaren Wein eingeschenkt? Ja. Der gesagt, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, so und so. Ja. Das ja. Wie ist denn die Ehe? Wie stellt er sie dir dar, die Beziehung zu seiner Frau? Ehe, Beziehung, was ist das für eine Beziehung? Wenn man immer flüchtet, nie miteinander redet, immer im Keller sitzt am Computer. Tja, dann habe ich ihn vor die Wahl gestellt, ich oder sie. Na, gesagt, vor die Wahl kannst du mich gar nicht stellen, weil er hängt nicht an ihr. Gut, er findet es scheiße, dass er Unterhalt für sie zahlen muss, weil sie hat ihn auch irgendwie angedroht, wenn er sie verlässt, dann wird es halt richtig böse. Tja, das habe ich dann gestern mal wieder gemacht. Ich habe gesagt, das ist aus, geht nicht mehr, ich will mehr, du kannst mir nicht mehr geben. Ja. Er macht das aber nicht fest, dass er seine Frau nicht verlassen kann, sondern er hat einfach Angst, erstmal es ihr zu sagen, dann hängt da eine Eigentumswohnung dran und die Tochter. Wie alt ist das Kind? 3 Jahre. Was sagt er denn zu dir, was er für dich empfindet? Er liebt mich über alles. Er liebt dich über alles, sagt er. Und ich merke das ja auch, er weint am Telefon, er zeigt mir ja schon seine Gefühle. Und er sagt auch, Mensch, warum ist das alles so scheiße, warum bin ich verheiratet? Jetzt habe ich vom Gefühl her die Frau gefunden, die ich liebe und trotzdem. Nun geht ihr oder gehst du ja nun auch sehr forsch ran, muss ich sagen. 2 Monate erst zusammen und dann schon so vor ein Ultimatum stellen, ist, finde ich, auch ein bisschen schnell. Jetzt kommt der Hammer, das habe ich gerade erst per SMS erfahren.
Er hat ihr heute Abend gesagt, dass er die Ehe so nicht mehr möchte oder überhaupt nicht. Mhm. Und sie nimmt ihn nicht für ernst. Sie hat sich umgedreht und hat weiter geschlafen. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man herzhaft lachen darüber, ne? Das Schlimme ist, er hat heute ziemlich vielen Menschen versucht, diese Situation zu erzählen. Er hat seinen Schwager angerufen. Mhm. Der Schwager hat auch nur gelacht und hat gesagt, jeder, aber nicht du. Du hast keine andere. Ja, jetzt hast du dich da so reingehängt. Ja. Und du sagst, das ist eine große Liebe. Ist das. Die größte Liebe überhaupt bisher, würdest du so sagen? Würdest du so weit gehen? Tja, ich hatte schon eine Beziehung von 3 Jahren, aber diese Beziehung, die ist zwar ziemlich kurz, aber ziemlich intensiv. Mhm. Jetzt kommt noch ein Punkt. Ich bin anschaffen gegangen. Seit August. Und das wusste eigentlich niemand, bis auf meine Mama und ein paar ausgesuchte Freunde. Und irgendwann aus dem Streit heraus, weil ich habe mich halt komisch verhalten, wenn es um meinen Job ging, was machst du? Und immer Ausreden gefunden. Und es war auch immer komisch und das hat er gemerkt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hör mal zu, weil es sind auch Gerüchte aufgekommen, es ist so. Ich gehe anschaffen, ich schlafe mit niemandem, aber ich arbeite halt im dominanten Bereich Sex als Domina. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis er das halt verdaut hat. Ja, das war doch Schock wahrscheinlich für ihn, oder? Klar, es war der heftigste Schock. Ne? Ich dachte halt, es ist eine Vertrauensbasis. Man kann eine Beziehung nicht mit solch einer Lüge angehen. Ja, das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Aber er hat es dann akzeptiert letztendlich, oder was? Er hat es akzeptiert, er hat es hingenommen. Es war nicht so lange her, dass er es gesagt hat. Nur er hat mir auch gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass er es jetzt für den Moment akzeptiert, dass er mich trotzdem liebt. Aber dass er viel zu viel Angst um mich hat, dass er vor Eifersucht sterben würde. Ja. So, daran schließt sich ja nun wirklich eine ganz gravierende Frage. Wärst du denn bereit, diesen deinen Job aufzugeben? Ich habe innerhalb von 2 Tagen aufgehört. Hast du schon aufgegeben. Und was machst du jetzt? Von was lebst du jetzt? Was arbeitest du? Tja, dann habe ich überlegt, was mache ich in meinen alten Beruf zurückzukehren als Hotelfachfrau. Mhm. Guter Beruf. Sehr stressig. Naja, klar. Oder ob ich einen anderen Weg eingehe. Ich habe mich dann für die Telefonerotik entschieden. Also, das ist ja so ein Mittelweg, ne? Das total spontan von heute auf morgen. Weiß er das? Ja. Ist das okay? Ich denke mal, ja. Du würdest, er kann sich darunter noch nicht wirklich was vorstellen. Wenn, wie? Als 31-jähriger Mann kann er sich darunter nichts vorstellen? Er kann sich nicht vorstellen, dass ich es halt mache. Naja, ich kann es mir schon vorstellen. Naja, ich habe mich halt innerhalb von 2 Tagen ganz spontan so aus dem Bauch heraus... Steffi, würdest du denn, wenn er sagen würde, das kann ich auch nicht, damit kann ich auch nicht leben, würdest du für ihn, für diese Beziehung, das auch noch draufgeben, drangeben? Wenn ich wüsste, dass er sich endgültig von seiner Frau trennt, dass er endlich zu dem öffentlich steht, was er mir sagt, wenn er... Dann ja. Dann auf jeden Fall. So, das überzeugt mich sehr. Das finde ich auch eine tolle Einstellung und dafür habe ich auch Respekt. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Mhm. Ich merke, dass du ja wirklich mit Leib und Seele an diesem Mann hängst. Ja. Gib dem mal noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich sage nochmal, 2 Monate ist relativ kurz. Der ist in einer Ehe, der hat ein Kind, da sind Verantwortungsgefühle, zu Recht ja auch, da sind sicher Unsicherheiten, wie er das alles regelt, da sind finanzielle Probleme oder Verstrickungen, wie du gerade gesagt hast. Gib ihm mal noch ein bisschen Zeit. Nur was soll ich ihm denn jetzt raten? Er versucht sich ja Menschen anzuvertrauen. Er hat ja heute Abend auch das Gespräch mit ihr gesucht. Mhm. Und sie dreht sich einfach um und schläft. Ja, also Steffi, dann liegt es aber auch wirklich an ihm. Dann bringt er das aber auch nicht ernsthaft rüber, wenn man ihn so wenig ernst nimmt. Das habe ich ihm vorhin auch gesagt. Ja. Also ein paar Monate würde ich ihm noch geben. Und du hast jetzt so viel schon in die Waagschale geworfen, dann muss er das auch tun. Und wenn er es dann nicht tut, dann musst du härtere Konsequenzen ziehen, so schlimm das auch ist. Ja? Gut. Ja. Telefonerotik. Macht sie. Verdienst du da was Ordentliches mit? Na, ich denke mal schon. Ja. Mehr als im Hotelfach wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Ja. Und flexiblere Arbeitszeiten. Bist du denn, das gehört jetzt gar nicht direkt zu dem Thema, aber ich frage dich trotzdem noch am Schluss des Gespräches, in diese dominante Ecke als Hure zu arbeiten, was ja keine richtige Hurenarbeit ist, bist du da einfach so reingeschlittert oder wie kam das? Ja, eigentlich ganz spontan eine Zeitungsannonce gelesen, suche nette Sie für Club. Hab schnell festgestellt, dass ich nie mit einem Mann schlafen könnte, den ich liebe. Ja.
Aber irgendwie bin ich dann in diese Dominante. Dass du nicht mit einem Mann schlafen könntest, den du liebst? Den ich nicht liebe. Den du nicht liebst, ja. Wo ich einfach meinen Körper nur hingeben will. Das könnte ich nicht. Und privat stehe ich auch nicht auf die Dominante. Ja, also du spielst da die Rolle. Richtig. Du spielst die Rolle der Domina. Es ist nicht mehr, es ist eine Rolle. Ja. Sie kriegen das, was sie möchten. Mhm. Und da gibt es nie ein Geschlecht, da gibt es nie Geschlechtsverkehr? Nein. Sondern du sagst, was die Jungs machen sollen und gibst denen Befehle und so weiter. Und das ist in Vorgesprächen halt herausanalysiert wurde, worauf sie stehen. Ja. Und das gelang dir dann auch so leicht in diese Rolle reinzukommen? Richtig. Mhm. Ja, aber da bist du draußen, weil dein Freund das nicht will. Das ist auch sehr löblich. Und ich hoffe, dass der das auch registriert, was dass du so konsequent bist. Mhm. Und er sollte sich dann eine Scheibe davon abschneiden. Wenn sein das Schlimme ist ja auch noch, er vertraut mir nicht. Und ich sage ihm dann immer, eine Beziehung ohne Vertrauen gibt's nicht. Ich könnte genauso sagen, hör mal zu, ich vertraue dir nicht, dass du jeden Abend nicht mit deiner Frau schläfst. Mhm. Ich muss dir auch vertrauen. Aber weißt du, Steffi, Vertrauen muss auch wachsen. Ne? Richtig. Und da bin ich nochmal bei meinem Satz, das braucht auch ein bisschen Zeit. Mhm. Aber er kann sich nicht vorstellen, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, hör mal zu, ich höre damit auf. Mhm. Er traut mir in dieser Weise nicht. Das heißt, der glaubt dir das gar nicht? Nee. Ja. Gut, das muss eben zwischen euch auch wachsen, dass ihr euch das gegenseitig glaubt. Mhm. In 2 Monaten reden wir nochmal, okay? Okay. Alles Danke. Gute. Tschüss. Natascha, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Natascha. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Und zwar geht es darum, dass mein Mann sich am 3. Januar das Leben genommen hat. Am 3. Januar, das ist ja nur gerade eben vorbei, eben her. Ja. Mhm. Und? Völlig überraschend für dich? Dass er sich das Leben wirklich nimmt. Also er hat es immer irgendwo angedeutet, dass er keine Lust mehr hat zu leben und dass er sich am liebsten umbringen würde, das hat er überall erzählt. Und Wie alt ist er geworden? 30. 30. Und wieso hat er das immer gesagt, dass er keine Lust am Leben hat? Weil er unter Depression litt. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 12,5 Jahre. 12,5 Jahre. Und 11 Jahre verheiratet. Kinder auch? Ja, 3. 3 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 1 Jahr, 2 Jahre und 11 Jahre. Und das Problem bei mir ist, dass ich das überhaupt nicht so richtig realisiere. Also ich kann... Wie hat er sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Bei euch in der Wohnung? Nein, wir haben getrennte Wohnungen gehabt. Ach so, warum? Ja, weil ein Tabletten abhängig war und ich das nicht mehr... Ja, also ich ihn immer von den Tabletten runterbringen wollte und er... nie aufgehört hat, richtig. Und du das gar nicht ausgehalten mehr hast mit ihm. Wie lange habt ihr jetzt schon getrennt gewohnt gehabt? Oh, das ist von Anfang an klein, also 7 Jahre. Ach so. Also wir haben nur unseren eigenen Haushalt gehabt, ansonsten war alles normal. Habt ihr euch denn dann tagsüber viel gesehen? Ja, war jeden Tag zu Hause hier. Das schon, aber er ist dann zum Schlafen zu sich in seine Wohnung gegangen. Ja, manchmal auch nicht. Also. Wer hat ihn denn gefunden? Die Kriminalpolizei. Und die Kriminalpolizei hat es dir dann auch gesagt? Ja. Hast du das mit Entsetzen aufgenommen oder war es so ein Gefühl? Es musste ja so kommen. Ja, nee, das hatte ich nicht gedacht, dass er das wirklich tut. Mhm. Und irgendwo gebe ich mir jetzt auch richtig, also irgendwo auch die Schuld, weil ich auch schon mit einem Psychiater gesprochen habe. Ich hätte gesagt, man hätte vielleicht, weil er so deprimiert war, und von einer Sekunde auf die andere, da hätte man ihn vielleicht einweisen sollen. Er war ja auch schon mal mit Psychiater. Ich habe ihn mal dahin geschickt und meinte, Mensch, erzähl das mal dem Psychiater. Und man kann. Also er war nicht dauerhaft in einer psychiatrischen oder psychologischen Behandlung? Nein. Mhm. Hat er denn noch einen Beruf gehabt? Ging er einem Beruf nach? Ging das? Er hatte am 18. Dezember noch eine Arbeitsstelle angenommen. Da ist er auch immer hingegangen und er hat sich auch gefreut drüber und also einen Tag davor hat er auch noch gearbeitet, da war alles in Ordnung, überhaupt keine Anzeichen. Er hing dann nicht nur so sehr schwermütig zu Hause rum, das war nicht Nein. der Fall. Mhm. Wie lange von einer Sekunde auf die andere wurde er dann wieder so depressiv. Ja, wie lange litt er denn schon an dieser Depression? Ja, also 2 Monate. Ach erst? Ich dachte, das wäre schon über Jahre, dass er das hatte. Also
Also oft, als er beerdigt worden ist, da hat mein Pastor und da hat seine Schwester dann auch noch etwas gesagt. Also es hängt schon mit aus seiner frühesten Kindheit zusammen. Mhm. Er ist mit 8 Jahren ins Heim gekommen. Und ja. Ja gut, aber so die lange Zeit, während ihr zusammen wart, hast du das gar nicht so bemerkt? Da war es ein... Nee, so deprimiert war er überhaupt nicht. Weißt du, ich habe das gerade so verstanden, dass ihr getrennte Wohnungen hatte zu lange Jahre, weil er auch schon immer von seiner Krankheit so belastet war. Aber das war der Grund offensichtlich nicht. Nee, das hat ihn eigentlich nicht so, also so belastet. Er wollte aufhören, aber hat dann aber auch irgendwo nicht so richtig aufgehört. Wenn er jetzt seit 2 Monaten erst so stark darunter gelitten hat, gibt das eine Ursache? Gibt es da ein Ereignis im letzten Jahr? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß nur, dass er... seine Mutter ist gestorben, als er 16 war, dass er darunter sehr litt. Aber das ist ja auch schon lange her jetzt. Ja, eben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei aller Trauer und bei allem Entsetzen und allen schrecklichen Gefühlen, wenn der Mann sich selbst getötet hat, dass das jetzt am 3.1. passiert, dass da auch so ein bisschen Zorn ist, dass er dich alleine lässt mit 3 Kindern? Ja. Das, was ich auch, ich kann das auch gar nicht richtig realisieren, dass er tot ist. Ich kann auch gar nicht so richtig weinen oder so, weil ich auch immer noch denke, er ist da. Hat er eigentlich einen Brief hinterlassen? Ja. Was steht in dem Brief drin? Also, dass ihm das sehr leid tut und dass er mir so viel Kummer gemacht hat und dass er nicht wollte und er mich und die Kinder über alles liebt. Aber ist das nicht alles sehr schlimm, wenn man das liest? Und kann man da nicht denken, mein Gott, wenn du die Kinder über alles liebst, warum machst du dann sowas? Er will, dass die Kinder und ich ein besseres Leben haben. Guck mal, du sagst gerade, dass du dir Vorwürfe machst. Ja, man hätte ihn vielleicht zwangseinweisen sollen, oder? Ja, aber du bist nur auch keine Ärztin und keine Psychiaterin, keine Psychologin, die das vielleicht genau so einschätzt. Es war ein erwachsener Mann von 31 Jahren, nur von 30 Jahren, wie du gesagt 30, hast. Ja. Da liegt es ja eigentlich auch nahe, wenn er erst seit 2 Monaten so sehr darunter leidet, dass er von sich aus auch mal gesagt hat, ich muss mal zum Arzt gehen, ich muss mal sprechen. Er kann ja nicht alles wegdelegieren an seine Umwelt. Nach 2 Monaten schwerer Depression so etwas zu tun. Also mich quält auch der Gedanke jetzt, ob er es überhaupt wirklich wollte oder ob er... Das quält mich, dann quält mich auch noch, dass er... Also ich habe was ich so gerne wissen möchte, ob er Schmerzen gehabt hat, als er verstorben ist oder... Vermutlich nicht. Hat er denn sonst in dem Brief noch irgendetwas geschrieben, was für dich aufschlussreich war oder was neu war vielleicht für dich? Nee. Wie schwierig dem Kind, dem Ältesten, das älteste Kind ist 11, sagst du, dem Kind das begreiflich zu machen. Wir haben ihm nicht die Wahrheit gesagt. Wir haben gesagt, er hat einen Autounfall, weil er sehr an seinen Vater hing. Du stehst im Prinzip, stehst du noch voll unter Schock. Also ich träume auch, dass er klingelt hier, ich die Tür aufmache und dann steht er da und sagt, das war ein blöder Scherz. Und dann wache ich auf und denke, was ist denn jetzt wahr? Und weiß nicht mehr, was wirklich wahr ist oder was nicht wahr ist. Weißt du, Natascha, vermutlich ist das etwas bei ihm, was gar nicht nur in den 2 Monaten jetzt ausgelöst worden ist. Wahrscheinlich hat er sich, wie du es auch gerade angedeutet hast, schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit schweren Problemen herumgeschlagen und nie drüber gesprochen. Und das nie gesagt, dir auch nie gesagt. Was noch ganz komisch ist, also dann habe ich ja die Sterbeurkunde bekommen und da steht da steht nur erst zwischen dem 1. Januar und dem 3. Januar, also zwischen dem 1. Januar um 0 Uhr und 5 Minuten und dem 3. Januar um 4 Uhr und 10 Minuten verstorben. Das ist, also ich habe überhaupt auch gar keinen richtigen Todestag im Grunde genommen. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die das gar nicht genau festsetzen können. Aber ich glaube, das ist erstmal vielleicht noch ein Nebenproblem. Ne? Das Hauptproblem weil ist, dass das auch so ein bisschen quält, wann klar, er jetzt wirklich klar, verstorben klar, ist. Klar, ja. Jetzt stehst du mit den 3 Kindern alleine da. Hast du jemanden, der sich um dich kümmert, mit dem du sprechen kannst? Meine Mutter. Aber meine Mutter meint jetzt, weil ich auch dann... manchmal doch einen Durchhänger kriege und manchmal das realisiere, aber teilweise am meisten überhaupt nicht realisiere, aber manchmal realisiere ich das schon
Und dann meint meine Mutter, ich müsste jetzt auch stark sein. Also ich müsste die Kinder und dann, dann nehme ich mich auch wieder ein bisschen zusammen. Aber hast du deinen Mann eigentlich so richtig von Herzen bis zum Schluss geliebt? Bitte? Hast du deinen Mann eigentlich ganz von Herzen bis zum Schluss geliebt? Teils, teils. Also wenn er so mit den Tabletten voll gepumpt war, dann nicht. Dann habe ich ihm auch gesagt, möchte ich ihn nicht hier haben. Und das ging ja sehr lange schon so mit den Tabletten, ne? Ja. Und das hatte ja auch seine Ursache. Und der Ursache ist ja nie nachgegangen worden. Und also ansonsten war das, wir haben Spaß gehabt, wir waren im Schwarzwald und also wir haben auch viel, viel Blödsinn miteinander gemacht und auch viel gelacht und es gab also natürlich auch schlechte Zeiten. Also da gibt es auch überall. Ich glaube, ich sage das nochmal bezugnehmend auf deinen Satz vorhin, dass du auch Schuldgefühle hast. Ich glaube, dass du das gar nicht hättest ermessen können, was da in ihm vorgegangen ist in der ganzen Zeit und insofern auch nicht verhindern können. Ja, weil er ja schon gesagt hat, er wird sich am liebsten umbringen und das hat er zu seinen Freunden gesagt und alle, da war er ja noch so sauer und alle reagieren gleich, sagen, was soll der Blödsinn? Und da habe ich noch gesagt, sag ich, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Sag ich, ist klar, dass will da so reagieren. Hast du das denn sehr ernst genommen damals oder hast du auch gedacht, naja, das redet der so daher? Nein, ich habe zu ihm der Satz, der mir ja jetzt auch sehr leid tut, ich habe den Satz gebracht, also wer es sagt, der tut es nicht. Das ist ein Hilfeschrei, habe ich zu ihm gesagt. Du schreist nur nach Hilfe. Ja, sicher hätte man sicher mehr unternehmen müssen, klar. Ja. Aber das ist jetzt alles müßig, darüber nachzudenken. Da muss man sehen, jetzt musst du auch sehen, wie du dich damit arrangierst, mit all dem, was geschehen ist und mit der jetzigen Situation. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt weiterredest, Natascha, mit der Elke. Du legst bitte auf und wir rufen dich dann gleich wieder an. Und ich wünsche dir für die nächste Zeit, die sehr schwer sicher sein wird für dich, von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, und 0800 5678 110, meine Faxnummer. Kostet euch keinen Cent, ist eine kostenfreie Nummern. Jetzt geht es weiter mit Holger. Und Holger ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Holger. Was geht's, Holger? Es geht um Folgendes. Kurz vor Weihnachten rief nach 20 Jahren meine Mutter an und meinte, ich habe ein Recht, dich zu sehen, ich möchte dich sehen, obwohl sie sich ja seitdem nicht gemeldet hat. Warum hast du 20 Jahre keinen Kontakt mit deiner Mutter gehabt? Ja, meine Eltern haben sich vor 20 Jahren scheiden lassen, sind beide zum Vater gegangen und ja, sie hatten einen anderen Liebhaber gehabt. Anscheinend, ja, muss es sich auch mal verkauft haben an einen Türken für Geld, also Hochzeit. Und ja, obwohl wir jetzt nur 30 Kilometer auseinander wohnen. Habt ihr euch nie gesehen? Haben wir uns nie gesehen. Und du hattest von dir aus auch nicht den Drang, ich will meine Mutter mal wieder treffen, wieder näher kennenlernen? Zwischendurch schon, aber nach dem, was ich dann gehört habe, eben auch wieder nicht. Und zwar habe ich von Bekannten von meiner Mutter erfahren, dass sie mich, wie ich ein halbes Jahr alt war, unter das Auto werfen wollte. Und das war natürlich, wollte ich dann nicht. Jetzt hat sie angerufen? Ja. Wie hast du reagiert, als sie gesagt hat, ich will dich treffen? Ja, nachdem das mitten in der Nacht war, um 4 Uhr, ich hatte damals einen Anrufbeantworter an, habe ich am nächsten Tag um 5 Uhr mittags angerufen, nachdem ich von der Arbeit heimkam. Und ja, habe erst mal gefragt, was das soll mitten in der Nacht. Ja. Und ja, dann haben wir uns eigentlich so 10 Minuten ganz gut unterhalten. Bis er auf einmal ankam, dein Papa war böse und ich war eigentlich die Gute. Und das war ein bisschen, ja, war ein bisschen heikel und ein bisschen merkwürdig. Das hat sie direkt im ersten Telefonat schon gesagt? Das hat sie im ersten Telefonat schon gesagt. Und daraufhin bin ich natürlich böse geworden. Und es gab gleich Streit beim ersten Gespräch? Ja, leider. Ja. Gab es danach nochmal ein Gespräch? Ich wollte Heiligabend anrufen. Ich wollte zum 1. Januar anrufen, für eben die Tage nochmal. Ich habe es nicht geschafft, ich sitze vorm Telefon, ich weiß nicht, ob ich die Frau nochmal anrufen soll. Ich finde,
Holger, ja. Ich finde ja, weißt du warum? Ich traue mich nicht. Ja, aber weißt du, ich meine, das ist alles merkwürdig. Es klingt alles merkwürdig und wenn Sie auch schon, ja, und wenn Sie auch gleich beim ersten Gespräch schon wieder Schuldzuweisungen verteilt. Aber ich finde, man sollte dieser ganzen Sache eine Chance geben, es zu klären. Und wenn die Klärung darauf hinausläuft, dass du wirklich recht hast oder dass dein Vater recht hast, aber dann weißt du es auch. Wie soll ich mich dann treffen? Lass mich auch sagen, diese Geschichte mit dem, wo du sagst, dass deine Mutter dich als kleines Kind vor ein Auto werfen wollte, das weißt du jetzt aus irgendwelchen dritten oder vierten Quellen. Richtig. Und dann verfestigt sich so ein böses Bild dieser Frau. Vielleicht ist es ja alles ganz anders. Vielleicht ist es aber auch so. Aber das solltest du dir persönlich selbst ein Bild machen. Hm. Ich finde, dass du dich mit ihr treffen solltest, ja. Wie soll ich das machen? Indem du mit ihr einen Termin machst und dich in einem Café irgendwo außerhalb, nicht in einer Wohnung, triffst. Bist du in Frankfurt, wo sie wohnen dann? Ja, ist doch wunderbar. Irgendwo in einem Lokal. Alles klar. Also ich bin da, wie gesagt, ich sitze da vorm Telefon. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Gefühl hast, als würde ein Riesenberg. Da ist ein Stau da und ich komme nicht mehr weiter. Mhm. Ich tipp die Nummer ein, sofort wieder Hörer aufgeknallt. Mhm. Tipp sie nochmal ein, wieder der Hörer drauf. Ich kann das verstehen, dass man da Angst hat und dass da eine Blockade ist. Ich glaube aber, Holger, wenn du das jetzt nicht machst, dass du irgendwann in 10 Jahren, vielleicht 20 Jahren denkst, hätte ich damals mal die Chance genutzt, da hat sie noch gelebt, da hätte ich sie kennenlernen können, hätte mir ein Bild machen können. Mach es. Und wenn es auch schwierig ist, du hast im Prinzip überhaupt gar nichts zu verlieren. Du hast nichts zu verlieren. Du hast bestenfalls was zu gewinnen, nämlich vielleicht ein neues Bild von deiner Mutter oder vielleicht sogar einen neuen Kontakt zu deiner Mutter. Und wenn sich die Mutter als wirklich so schlechte Frau erweist, okay, dann war es das halt. Und dann ist der Kontakt wirklich definitiv tot danach. Okay. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke dir. Ich wollte dir noch was sagen. Mhm. Ich wollte was sagen. Ich habe jetzt über das Telefon zugehört und habe dir gleichzeitig im Fernsehen zugeschaut. Ja? Das ist eine ganz fabelhafte Mimik. Dankeschön. Das war sehr nett von dir, dass du das sagst. Okay. Ne? Alles Tschüss. Gute. Toi, toi, toi nochmal. Tschüss. Tschüss. Jeanette, stimmt, ne? Abend. Jetzt hätte ich 37 Jahre gesagt, du lieber Gott. Nein, 34. 34? Ja. Jeanette, guten Morgen. Was geht es denn? Was ist dein Thema? Hallo, guten Morgen, Domian. Ich bin ganz aufgeregt. Mein Thema ist folgendes. Uns geht es die letzte Zeit sehr, sehr schlecht. Wir hatten in den letzten 4 Monaten drei sehr, sehr schlimme Todesfälle direkt in der Familie, die alle sehr, sehr schnell ging, also unvorbereitet passiert sind, was uns natürlich sowieso schon mal sehr mitgenommen hat. 3 Todesfälle in 4 Monaten? Ja. Wer ist gestorben? Als erstes, ja, worum es eigentlich geht, ist meine Schwägerin gestorben. Mhm. Also die Schwester meines Mannes, sie war 38, ist seit 20 Jahren mit ihrem Partner zusammen und ich weiß nicht, seit zig Jahren verheiratet, jedenfalls 20 Jahre zusammen. Ja. Haben 2 ganz kleine, süße Kinder. Das Mädchen war noch nicht mal ein Jahr. Und der Junge, knapp 4. Und sie hat Selbstmord gemacht. Entschuldigung. Weißt du warum? Ja, natürlich weiß ich warum. Mein Schwager, von dem ich immer eigentlich sehr viel gehalten habe, der sehr selbstbewusst und, ja gut, ist, er hat eine neue Freundin gehabt und meine Schwägerin, die hat sich auf so grausame Art und Weise umgebracht und für mich ist es einfach so schwer, das alles zu glauben. Wie hat sie sich denn das Leben genommen? Du musst dir vorstellen, sie hat sich in dem Haus, in dem gemeinsamen Haus, er war nicht da, sie hat sich oben ins Schlafzimmer gesetzt, aufs Bett, hat sich den Mund zugeklebt mit Klebeband, hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen, hat die zigmal ganz, ganz fest mit Klebeband umwickelt, hat aber logischerweise dann die Hände frei. Ja, ist dann eben da drin erstickt und gestorben und wurde eben kniend, fast sitzend auf dem Bett gefunden. Die Kinder waren im Haus, die Kinder waren 2 Tage mit der toten Mutter allein im Haus und... Wie 2 Tage? 2 Tage waren die Kinder mit der toten Mutter im Haus? Ja. Wo war der Vater? Ja, der war mit seiner neuen Freundin an der Ostsee.
komischerweise, die er erst seit 7 Tagen irgendwie, mit der er seit 7 Tagen irgendwie erst zusammen war, angeblich. Wie alt sind die Kinder? Wie gesagt, das Mädchen ist noch nicht mal ein Jahr gewesen und der Junge ist 4. Mhm. Und ich komme damit nicht klar. Mir geht das nicht in meinen Verstand rein, denn du mir an die ganzen Umstände, alles, was er sagt, wie er sich benimmt, alles, was passiert ist nach ihrem Tod, mit diesem Haus und mit der Beerdigung, das stinkt meiner Meinung nach dermaßen zum Himmel, dass ich keine ruhige Nacht mehr finde. Also diese Geschichte klingt wirklich äußerst bizarr. Stimmt. Ich fange schon allein da an, die beiden Kinder waren alleine mit der toten Frau 2 Tage. Ja. Haben die Kinder die tote Frau auch gesehen? Ja. Der kleine Junge, der hat versucht, ihr die Tüte vom Kopf zu schneiden. Der war, als er, also ihr Mann, mein Schwager, er kam, also sie hat sich in der Nacht, Samstag am 8. September hat sie sich umgebracht. Mhm. Von Samstag auf Sonntag, so. Mhm. Und er kam erst am Montag. Mhm. Und als er reinkam, er hatte keinen Schlüssel. Was für mich auch so eine große Frage aufwirft, warum er keinen Schlüssel hatte, wenn sie sich denn, er hat erzählt, er hätte ihr alles erzählt und sie hätten sich so in Ruhe und Frieden getrennt, sie wäre ganz gefasst gewesen, so. Mhm. Frage ich mich schon mal, warum er keinen Schlüssel hatte, wenn er seine Kinder auch so liebt. Mhm. Jedenfalls musste er klingeln und der Junge hat ihm die Tür geöffnet, war splitterfasernackt, war über und über mit grüner Farbe. Weiß der Geier warum, der ist auch bald verrückt geworden wohl. Und er hat alles zerdeppert im Haus. Die ganzen Scheiben waren zerschlagen von den Türen. Die haben so Holztüren mit Glasscheiben. Der Junge hat das gemacht. Genau, der kleine Junge hat das gemacht. Der hat Werkzeug geholt und hat alles kaputt gemacht. Er hat hinterher erzählt, er hat gedacht, umso böse er ist, dann musste Mutti ja irgendwann mal kommen und schimpfen. Mhm. Weißt du? Wahnsinn. Weil er hat immer nach seiner Mutter geschrien. Und sag mal, ich unterbreche jetzt mal. Klar. Mhm. Bist du entsetzt oder geschockiert darüber, was passiert ist? Natürlich. Und oder bist du auch, glaubst du deinem Schwager auch nicht? Beides, total, Domian, beides. Ich bin entsetzt darüber, weil das ist das Grausamste, was ich mir vorstellen kann. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Soll ich dir mal sagen, was ich gerade ganz entsetzlich fand? Bei der ganzen Geschichte. Die Geschichte ist so schon entsetzlich genug. Mhm. Aber am aller schlimmsten fand ich, dass diese Frau bei Respekt vor jedem Liebeskummer dieser Welt und Verständnis, dass sie, wo sie 2 kleine Kinder hat, im Haus der Kinder, sich das Leben nimmt, auf so eine Art und Weise überhaupt das Leben nimmt, das verstehe ich nicht. Aber ich glaube das nicht. Was heißt das? Weil sie ihre Kinder geliebt, Domian. Ja, was heißt das? Unterstellst du, dass der Mann sie umgebracht hat? Nein, ich möchte ihn nicht, nein, das, so weit möchte ich nicht gehen. Aber was bleibt denn übrig zu glauben, wenn du sagst, das glaube ich nicht? Was vermutest du denn? Ich vermute, dass er was verheimlicht. Dass irgendwas anderes ganz Schlimmes passiert sein muss, dass sie diesen Schritt tut. Er sagt, er hätte ihr das alles erzählt, sie wäre ganz gefasst gewesen und so aber weiter. Nehmen wir mal, spinnen wir mal durch. Mhm. Was könnte so schlimm sein, dass eine Mutter ihre 2 kleinen Kinder auf diese Art und Weise und überhaupt verlässt? Kann ich mir nicht vorstellen. Auch was danach passiert ist, Domian, das spielt für mich ja auch eine Rolle. Mal abgesehen davon, was ich vermute. Als sie gestorben ist, er hat gleich für alles Entschuldigungen gehabt. Meine Schwägerin war 38, sie war eine bildhübsche, tolle Frau. Ich merke schon, dass du ihm nicht glaubst. Du hast aber gar gesagt, abgesehen davon, was ich vermute. Was vermutest du denn? Meine Fantasie ist wahrscheinlich nicht schmutzig genug, aber die Widersprüche, Domian, die Art und Weise, wie er sie beerdigen wollte, wie alles abgelaufen ist. Er wollte sie verbrennen und anonym beerdigen. Er hat das ganze Haus gleich putzen lassen. Er will es verkaufen. Er ist gleich mit seiner neuen Freundin zusammengezogen. War die Polizei irgendwie eingeschaltet? Natürlich, die Kripo war da, weil die wohl bei Selbstmord. Stimmt, da kommen die sowieso, natürlich, ja klar. Untersucht. Ja, ja. Und der Kripo-Beamte, der war wohl so geschockt, dass er hat gesagt, sowas hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. Mal abgesehen davon, wie schrecklich es war, aber dass jemand mit freien Händen kniend im Bett sitzen. Unglaublich. Er hat gesagt, der reine Instinkt, selbst wenn man sich umbringen will, man reißt sich automatisch
Der reine Instinkt reißt sich ein Loch in die Tüte. Und der zweite große Instinkt ist, ich will leben, um meine Kinder zu schützen. Genau. Und du fragst mich, klar, das frage ich mich ja auch jeden Tag, was denke ich? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die ganzen Widersprüche und ich will einfach nur einen Weg finden, um dem Ganzen irgendwie um Ruhe zu finden, um dahinter zu kommen, weil irgendwas stinkt zum Himmel, das weiß ich ganz genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Rest der Familie, dass ihr alle endlos schon geredet habt und überlegt habt, was da los ist. Wie war denn das Verhältnis früher zwischen dir, zwischen euch und dem Mann, dem Schwager? Recht gut. Also wir haben uns jetzt nicht übermäßig viel gesehen, aber wir hatten sehr netten Kontakt. Also wir haben uns immer gut verstanden, es gab nie Streit. Meine Schwägerin war eine sehr lebenslustige, tolle, super Frau, echt. Und mein Schwager habe ich auch immer sehr geschätzt, weil es in meinen Augen auch ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich seine Kälte gespürt, was mich so erschreckt. Das ist natürlich jetzt eine so unglaublich dramatische Geschichte, dass ich natürlich völlig unfähig bin, da jetzt eine Interpretation reinzulegen, was da los ist, ne? Was da passiert ist. Aber meinst du auch, dass es Sinn hat, wenn ich vielleicht nochmal, vielleicht mit meiner Schwiegermutter zusammen, wenn sie die Kraft aufbringt, vielleicht nochmal bei Kripo nachhake? Ja, macht es. Wenn solange da irgendein Bedenken ist eurerseits oder auch die Tatsache, dass euch das so sehr beschäftigt, dass dich das so beschäftigt, ja, macht es. Geht jeder Sache nach oder redet mit jedem, der sich nur anbietet. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber guck mal, ganz kurz noch, Domian. Ich habe mit ihm gesprochen, mit meinem Schwager. Mhm. Und zwar, ich habe mir meine Schwägerin nochmal angesehen, nachdem sie eben gestorben war im Beerdigungsinstitut. Mhm. Ich habe mich davor gegräut, ich habe höllische Angst gehabt. Ich habe es meiner Schwiegermutter zuliebe getan, um sie nicht alleine gehen zu lassen. Ich werde das auch nie vergessen, aber mein Schwager war auch da. Er ist gleich rausgerannt und er war danach aber so kalt. Ich habe auch gesagt, wie läuft das ab mit der Beerdigung? Wird sie eine vernünftige Beerdigung kriegen? Der meinte, sie soll keine Trauerrede kriegen, weil sie, was gibt's da schon zu erzählen? Sie war doch erst 38. Das ist so bescheuert im Grunde genommen, das gibt's doch gar nicht. Ich mach mal folgenden Vorschlag. Ich würde ganz gerne an dieser Geschichte dranbleiben. Ja, ich auch. Du gehst mal in den nächsten zwei Wochen oder ihr geht mal in den nächsten zwei Wochen allen Dingen nach, die noch nachzugehen möglich sind. Das heißt, nochmal ein Gespräch mit der Kripo vielleicht führen oder vielleicht mit dem einen oder anderen Bekannten oder Verwandten. Mhm. Und wir unterhalten uns in zwei Wochen nochmal darüber. Mhm. Und ich wäre interessiert, und sicher viele Leute auch, was dann weiter geworden ist. Das ist ein so befremdlicher Fall. Es ist so schauderhaft befremdlich, was du erzählt hast. Wenn es so ist, dann vermute ich auch, dass da irgendetwas anderes hintersteckt. Zumal sie es vorher schon versucht hat und er wusste davon, mit den Kindern zusammen, angeblich. Er hat erzählt, sie wäre mit dem Auto in den Graben gefahren und er hätte dann das kaputte Auto gesehen. Es war jetzt nicht sehr doll beschädigt, der Reifen, irgendwas war verbogen. Und er hätte dann zu ihr gesagt, also sie wusste das schon mit der neuen Freundin, er hätte gesagt, na, wolltest du dich mit den Kindern umbringen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich hatte nur so geweint, weil ich so traurig war und bin von der Straße abgekommen. Also alles Indizien, die auf etwas Seltsames hindeuten. Ja, natürlich. Wir verbleiben mal so. Okay, Domian. Wir haben ja deine Telefonnummer und das heißt, wir rufen dich in zweieinhalb Wochen nochmal an. Mhm. Okay? Ich danke. Dann würde ich sagen, bis dahin, Janet. Okay, danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Heiko, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Heiko, 42 Jahre alt, hat aufgelegt. Mhm. Dann geht es jetzt weiter mit, frage ich meine Regie. Hallo? Mit Jesse. Jesse ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jesse. Hallo. Um was geht's? Ja, und zwar habe ich Angst vor einem Jungen. Du hast Angst vor einem Jungen? Ja, ich war kurz mit dem zusammen. Ja. Und er hat praktisch alles von mir, Adresse, Hausnummer und Handynummer. Und er hat mich damals schon immer probiert zu überreden, dass ich mit ihm schlafe. Mhm. Und jetzt ruft er auch immer an und fragt, probiert mich zu überreden, dass ich mich mit ihm treffe und so, dass er dann mit mir schlafen kann. Mhm. Wie alt ist der? Er wird 17. Mhm. Und ich will jetzt keinem unterstellen, dass alle so sind, aber er ist eben halt Türke. Mhm. Und seine Kumpels sind alle Schläger. Mhm. Und
Und du hast Angst, wenn du jetzt nicht darauf eingehst, dass er dir oder dass die dir auflauern und dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte? Ja, so gedroht hat er mir nicht, aber vorstellen kann ich es mir. Mhm. Aber er hat dir nicht gedroht bisher, das ist ja schon mal eine wichtige Sache. Er hat bisher nur dich bedrängt, kann man so sagen, ne? Ja. Hast du denn immer ganz klar Nein gesagt? Hast du gesagt, ich will das nicht, oder hast du dich irgendwie so ein bisschen gewunden? Und ich habe gesagt, lass es, ich bin noch nicht so weit, ich will es nicht. Mhm. Mhm. Nur er hat dann eben halt auch immer weiter gefragt. Mhm. Ich würde mal Folgendes vorschlagen, Jessie. Da er dir nicht wirklich gedroht hat, wollen wir jetzt auch nicht so viel Angst und so viel Angst machen, wo es gar nicht so begründet ist. Ja, wenn er jetzt eine Andeutung gemacht hätte von Bedrohung, dann würde ich jetzt auch ganz anders reagieren und mir auch Sorgen machen. Versuch doch mal Folgendes. Wenn er das nächste Mal nochmal bei dir anruft, sag nicht sowas wie, ich bin noch nicht so weit oder so, sondern sag definitiv nein. Sag, ich möchte es nicht, ich möchte es auch mit dir nicht. Und bitte ruf mich nicht mehr an. Ja, also ich habe immer, wenn er gefragt hat, ob ich Zeit habe, habe ich immer gesagt, nein, ich darf nicht raus. Nee, sag ganz einfach, sag's noch ehrlicher nicht, du darfst nicht, sondern du willst es auch nicht. Du möchtest einfach so keinen, du findest ihn ganz okay, musst ihn ja nicht beschimpfen, aber du möchtest einfach keinen Kontakt mit zu ihm haben. Ja. Ja? Er wohnt auch in meiner Nähe. Ja. Also wir wohnen nicht weit auseinander. Er wohnt in Bielefeld, ich in Steinhagen, das sind 5 bis 10 Kilometer, wenn nicht noch weniger. Mhm. Und er kann ganz einfach mit dem Zug hier hinkommen. Ja, aber wie gesagt, er hat ja noch gar nichts angedeutet, dass er so etwas machen will. Mhm. Ich würde jetzt diesen Weg erstmal gehen. Ja. Und wenn du dann doch mal noch Angst hast, dass da irgendwie was sein könnte, dann informier doch mal ganz einfach irgendeinen Erwachsenen noch. Deine Mutter, ich weiß nicht, wie eng dein Verhältnis zu deiner Mutter ist. Also, geht das? Ich habe bis jetzt nur eben halt mit dir und mit dem aus der Regie und mit einem von der Hotline, ich glaube, dass das einer aus der Regie war, den habe ich das erzählt, bis jetzt sonst noch keinem, weil ich immer so eine Angst habe. Aber du könntest das deiner Mutter auch erzählen, ne? Oder? Ich weiß nicht. Warum nicht? Das Verhältnis ist im Moment nicht so gut. Mhm. Gibt es denn jemanden so in etwas Älteren, wo du ein gutes Vertrauensverhältnis hast? Im Moment nicht. Gibt's nicht. Bist du noch Schülerin? Bitte? Bist du noch Schülerin? Ja. Ja. Pass mal auf, dann machen wir auch bei dir jetzt Folgendes. Was vermutest du denn, wann der wieder anruft? Er ruft immer dann an, wenn meine Mutter arbeiten ist. Ja. Das könnte also bald wieder passieren. Ja. Ja. Ich verspreche dir, dass wir uns bei dir, sagen wir mal, am Montagabend melden. Ja. Um mal nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Und wenn dann was vorgefallen ist, wo du ein bisschen doch mehr Angst hast, dann beraten wir nochmal gemeinsam, was zu tun ist. Ich verspreche dir auf jeden Fall, wir melden uns Montag bei dir. Okay. Und dann beraten wir weiter, wie wir vorgehen, okay? Ja. Also mach dir mal erst jetzt nicht so ganz, ganz große Sorgen. Ja, okay. Wir werden das schon schaffen alles, okay? Mhm. Ja. Jessie, alles Liebe und bis Montag. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jennifer, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jennifer. Um was geht's? Ja, meine Frau hat heute mit mir Schluss gemacht. Deine Frau? Du bist eine lesbische Frau also? Ja, ich muss also sagen, ich habe die vor einem Jahr und einem Monat kennengelernt, hatte früher immer nur Beziehungen mit Männern und durch Telefonsex habe ich die kennengelernt. Telefonsex? Lesbischen Telefonsex? Nee, eigentlich nicht. Also das war so, wir wollten auf so eine Hotline gehen, um die Männer zu ködern. Ja. So eine 0800-Nummer, wo man nichts bezahlen muss. Ja. Und dann war sie da und hat gesagt, ja, wer möchte mit mir einen Kaffee trinken? Und dann war ich total neugierig. Und dann habe ich. Aber das war nur akustisch, ne? Da habt ihr euch nur akustisch kennengelernt. Ja, und dann haben wir irgendwie Telefonnummern ausgetauscht und haben dann in der Nacht 7 Stunden telefoniert auf Handy. Ja. War ziemlich teuer für sie. Haben uns da später kennengelernt. Da kam sie zu mir. Ja. Ja, es hat sofort gefunkt. Wir haben also dann bis Dienstag die ganze Zeit miteinander verbracht. Obwohl du vorher gar nicht große Erfahrungen mit Frauen hattest. Nee, halt nur in der Pubertät so diese Erfahrungen. Das Übliche, halt, ja. Die Doktorspiele. Ja, ja, so in etwa. Und dann hat sie irgendwie, Dienstag ist sie ja nach Hause, dann hat sie irgendwie Schluss gemacht, weil sie sagte, sie will noch was von ihrer Ex. Da war ich total fertig. Mhm. Dann sind wir dann doch wieder zusammengekommen, weil sie irgendwie gesagt hat, ja, von wegen, sie wäre
ja, es wären nur gewesen, es wären einfach so viele Gefühle gewesen und sie hätte Angst davor gehabt. Mhm. Ja, und dann sind wir zusammengekommen halt am 27. Dezember und am 1. März hat sie mir einen Heiratsantrag gemacht und am 20. September haben wir geheiratet. Ach so, eine richtige Ehe war das. Ja, ich habe auch ein weißes Kleid angehabt und alles. War so ein traumhaft schön. Da haben wir auch ein Wochenende miteinander verbracht und seit der Hochzeit lief alles nur noch schief. Ich habe noch nicht oft in der Sendung mit Frauen gesprochen, die mit Frauen verheiratet waren. Fällt mir gerade so ein. Sind auch, also wir waren auch die ersten im Standesamt und es sind auch nicht so viele. Es sind irgendwie nur 25% von Frauen, die heiraten. Warst du ihr treu? Ich war ihr treu. War sie dir treu? Ja. Darum ging es eigentlich. Mhm. Wir haben, also nach der Hochzeit haben uns eigentlich ziemlich viel gestritten und dann ging es wieder. Mhm. Und dann, Silvester war eine Freundin war das, die war da. Mhm. Und die hat immer so aus Scherz die angebaggert. Und ich habe mir dabei eigentlich, am Anfang war ich ein bisschen eifersüchtig, und da habe ich gedacht, okay, lasse mal. Mhm. Hab mir eigentlich einen Scherz darum gemacht. Und zwei Tage nach Silvester wollte die bei uns schlafen, hat die dann behauptet, ich hätte sie damals angebaggert, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin. Mhm. Und hätte sie küssen wollen. Da habe ich gesagt, das stimmt alles nicht. Da ist unsere Beziehung schon fast zu Brüche gegangen. Da haben wir uns aber nochmal aufgerappelt. Ja. Da ist aber nichts passiert zu dritt. Nein, gar nichts. Und dann ist meine Frau damals, also ist letzten Sonntag, die ist zu mir gezogen damals von, darf ich das sagen? Ja, klar. Also von Oberhausen nach Dortmund. Ja, darf man alles sagen bei uns hier. Ja, und dann wollte sie halt nach Oberhausen zu ihrer Familie, ist dann noch zu ihrem Bruder gefahren. Ja. Und dann auf einmal bekam ich total komische Mails. So die Leute, die was von mir wussten und Frauen, die mir halt gemailt haben und Anrufe und so. Und ich weiß halt, dass meine Frau unheimlich eifersüchtig ist und habe ihr das nicht gesagt. Mhm. War mir aber schon klar, dass meine ehemalige Freundin das gemacht hat. Weil sie kam dann durch Internet. Ich habe dann auch irgendwann mal jemand erreicht, die hat mir dann erzählt, ja, wir haben uns doch gemailt, das und das. Die wussten eigentlich alles über mich. Mhm. Sowohl, was ich studieren will, dass ich ein Kind habe, alles, ja. Mhm. Und dann habe ich das verheimlicht, habe ich mein Handy immer ausgemacht, wo sie wieder kam. Mhm. Und heute war sie dann total komisch und dann bin ich irgendwie meiner Mutter Anziehsachen kaufen gegangen, bin wiedergekommen und dann sagte, ja, du verheimlichst mir was. Ich so, nö, was denn? Mhm. Ja, dann geh doch mit deinem Handy ins Bett und die denkt also immer, dass ich mit dem Mann wieder zusammenkomme. Ach so. Mhm. Hat mich dann mit Schlampe tituliert und sie fährt jetzt zu ihrem Bruder, hat einerseits geweint, dann war sie wieder total aggressiv, hat mich irgendwie gegen die Tür geschubst. Ich meine, klar, weil sie einfach total fertig war und dann sagte ich so, ich liebe dich. Aber es ist alles Misstrauen. Ja, alles Misstrauen. Und dann, du sagst von deiner Seite aus, da ist gar nichts. Gar nichts. Ich liebe diese Frau über alles. Ich habe einen Menschen noch nie so geliebt. Meine Tochter liebt die über alles. Die kennt die ja jetzt auch über ein Jahr. Die sagt schon Mama zu der. Aber nur ist sie weg. Ja, jetzt ist sie bei ihrer Schwägerin, also bei ihrem Bruder auch. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, sie fährt nur für ein paar Tage und will Abstand. Ja, und dann hat sie mich irgendwie ein paar Minuten später nochmal angerufen. Sie hat die Schlüssel in den Briefkasten getan und sie würde noch ihre Sachen holen. Dann wäre vorbei. Aber nur aufgrund von irgendwelchen Vermutungen oder von Gerüchten oder weiß ich was? Ja, sie denkt halt, ich habe mein Handy extra ausgemacht, weil ich eine Affäre habe. Die du definitiv nicht hast? Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach. Du hast weder einen Mann noch eine Frau? Niemand. Noch gehst du auf irgendwelche Gangbang-Partys, lesbische oder sowas? Ich würde es ja gerne mal. Aber nein, aber weil ich würde gerne mal mit ihr gehen. Wir gehen, bei uns in Dortmund gibt es so eine Kneipe, die ist nur für Frauen. Ich kenne das halt, weil meine Mutter, ich kenne von vornherein, also die hatte die beste Freundin, war lesbisch und ich kenne das von Kindheit an, was lesbisch und schwul ist. Mhm. Ich bin da ganz offen. Mhm. So, dann bin ich mit ihr rausgegangen. Sobald mich jemand anguckt, müssen wir eigentlich nach Hause gehen. Sie ist also super eifersüchtig. Mhm. Und deshalb wollte ich es auch nicht sagen, weil in diesen Mails waren so viele detaillierte Sachen von mir, dass ich Angst hatte. Sie glaubt das. Ich hätte es vielleicht auch geglaubt. So. Und dann sagt sie mir auch noch meine Freundin, die dieses alles inszeniert hat, die hat sie sogar Silvester auf den Mund geküsst. Mhm. Ja, ihr Mädels, Mensch, wie biegen wir denn das jetzt wieder hin? Ich weiß nicht. Du liebst sie. Ich liebe sie. Und sie liebt sich, ja, sie liebt dich ja wahrscheinlich auch über alles, ne? Wir hören auch immer zusammen, Domian. Sie hat doch schon mal so. Und jetzt müssen wir nur diesen ganzen Kram da aus der Welt schaffen. Das Problem ist, dass wir haben halt unheimlich viel Stress, weil sie hat auch eine total scheiß Kindheit und alles und die kann halt mit Gefühlen in meiner Sicht manchmal schlecht umgehen. Jennifer, weißt du, was mir jetzt gerade hier im Nacken sitzt? Die Zeit. Die Zeit, aber hallo. Wir sind ja noch gar nicht fertig mit unserem Gespräch. Nein. Das heißt, wir müssen es aber jetzt hier mal eben unterbrechen und abbrechen und wir rufen gleich nach zwei nochmal bei dir an, okay? Soll ich jetzt auflegen? Ja, du legst bitte jetzt auf. Okay. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Die erste Woche Domian im neuen Jahr und ich sage danke.
an Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Jan Hölz, Gudrun Hausen, Thorsten Pallut, Conny Brückner, Christian Part, Heinrich Stanzig, Dirk Winhüsen und Anna Hüsch-Kraus. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Autos. Ich möchte mit euch über Autos reden, über alles, was Autos betrifft. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Gerüche. Nicht Gerüchte, sondern Gerüche. Ich wünsche eine schöne Nacht, ein tolles Wochenende und freue mich auf die Nacht Montag, Dienstag. Da sind wir wieder mit einer freien Themensendung hier. Bis dahin. Tschüss.